Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es mal um ein Thema, das mir schon etwas länger auf dem Herzen liegt und das sich mehr oder weniger auch durch sehr viel YouTube-Fitness zieht und auch immer wieder auf meinem Kanal ein Bestandteil hat. In verschiedenen Übungen, die man zeigt, aber auch immer wieder in den Diskussionen, vor allem in den Kommentaren und damit immer wieder euch auf der Seele liegt. Oft sehe ich nur einen Kommentar nebenbei, wie: Es muss vor allem in erster Linie Spaß machen, denn sonst bringt es ja auch nichts. Das ist ein Satz und ein Motto und tatsächlich auch ein Ideal, das sich in den letzten Jahren sehr verselbstständigt hat, in dem natürlich eine große Wahrheit dran ist und das aus einer typischen Wellenbewegung kommt, die man so kennt. Die Wellenbewegung kommt vor allem zustande, weil ursprünglich das Image mit Bodybuilding verbunden war, mit wahnsinnig hart arbeiten, schwitzen, regelrecht bluten, sich übergeben müssen. Das kommt auch so aus der Work-Ära, also aus den 70ern, 80ern, wo man essen musste, was man nicht mochte, wo man trinken musste, so viel man nicht mehr konnte und vor allem, wo das Training kein Spaß war, sondern wo man hart gearbeitet hat. Das Image hat sich irgendwann ebenfalls verselbstständigt, wurde total übertrieben und auch übertrieben von außen dargestellt. Vor allem, als die Leute noch ihren Steroidkonsum weitestgehend in den Star-Bereich dort verheimlicht haben, hieß es immer mit extrem harter Arbeit und deswegen sieht man das nicht unter den gewöhnlichen Leuten, diese Erfolge, sondern nur bei den Profis, weil die noch härter arbeiten, noch krasser Schmerzen dabei empfinden und noch mehr hergeben. Das fand dann irgendwann mit dem Beginn von Social Media Fitnessaufklärung sein Ende. Und da hieß es dann, man kann doch viel klüger und intelligenter und abkürzen und ihr müsst nicht mehr so viel essen und ihr müsst nicht mehr so schwer die Grundübungen machen und ihr müsst nicht mehr so hart arbeiten und so viel Schmerzen empfinden und das geht auch alles so. Da war eine Gegenbewegung jetzt. Das heißt, die Welle hat mal wieder den Verlauf genommen und diese Gegenbewegung, die ganz sinnvoll ist und eine gute Aufklärung war, ist dann aber wie jede Bewegung, auch wie die Bewegung davor, irgendwann zu weit gegangen. Und jetzt ist bei euch in den Köpfen, merke ich, zu viel von dieser YouTube-Gegenbewegung drin. Jetzt muss man immer weniger machen, beinahe gar nichts mehr machen. Es reicht Ganzkörpertraining. Man muss nicht mal mehr bei den Übungen bis zum Schluss gehen. Und man muss irgendwann sicherlich nicht einmal mehr schwitzen und sich irgendwie Mühe geben und scheint Muskeln aufzubauen. Abgesehen davon, dass man an den Fakten sieht, dass das nicht funktioniert und nicht stimmt und sich die Leute auch schon wundern, warum baue ich denn nicht so auf wie andere? Klar, in den ersten Monaten und teilweise auch in den ersten zwei, drei Jahren wird man auch so aufbauen, danach aber nicht mehr den gleichen Erfolg haben, dann pendelt es sich wieder ein. Ja, die großen Stars arbeiten gar nicht ganz so brutal hart, nicht alle müssen so arbeiten wie ein Ronnie Coleman, aber bei denjenigen, die etwas mehr Masse haben und alleine schon so aussehen wie ich, die werden es auch nicht ganz hinbekommen, ohne großartig etwas dafür tun zu müssen. Und da liegt die Mischung irgendwo in der Mitte. Und deswegen, heute geht es vor allem um diesen Spaßfaktor. Ja, es ist richtig. Die Motivation des Durchschnittsmenschen da draußen ist sicherlich nicht unbedingt nur erfolgsgetrieben. Die meisten können sich das nicht ganz leisten, machen das auch nur nebenbei, machen diesen Sport nebenbei, suchen eine kleine Orientierung, haben bereits schon ein Fulltime-Job oder wirklich viel Zeit, die sie für andere Sachen verwenden, sind vielleicht Familienväter. Ich habe sehr viele Leute zwischen 40 und 60 hier, das heißt schon fortgeschrittenen Alters, die müssen Bodybuilding ganz nebenbei irgendwo im Alltag unterbekommen. Und wenn das dann nicht mal Spaß macht und man muss sich dafür dann noch zusätzlich motivieren, dann wird es irgendwann hart. Gut, wer schon seit 20 Jahren trainiert, der hat eine Eigenmotivation entwickelt, die auch vom Erfolg abhängt. Der weiß schon, dass er was erreicht hat damit und dann gehört es schon zum Lebensstil. Aber inwiefern ist denn der Spaß jetzt wirklich auch echt wichtig für das, was ihr da tut? Ja, ich stimme zu, es hilft, wenn man Freude daran hat. Aber ich kann euch eines sagen und da muss ich so ein bisschen entgegenhalten, vor allem von den Stimmen und Kommentaren immer wieder, wo es heißt, ja gut, es muss aber auch Spaß machen, denn sonst bringt es ja nichts, kann ich nicht ganz zustimmen. Und auch ich würde die Gewichtung eher wieder in Richtung Arbeit schicken. Denn es macht nun mal keinen Spaß, umso höher man mit dem Körper, umso weiter mit dem Körper man kommen möchte, wenn man irgendwann tatsächlich nur noch essen muss. Und wenn man irgendwann über die 100 Kilo Muskelmasse wiegt und dergleichen. Wer gar nicht diese Ziele im Alltag hat, auch der wird immer wieder sehen, dass nicht unbedingt Spaß
der absolute Indikator dafür ist, was auch effizient ist. So habe ich zum Beispiel einige Übungen, die mir überhaupt niemals großartig Spaß gemacht haben, aber die trotzdem immer wieder die effizientesten Übungen in einer Muskelgruppe waren. Richtig Spaß hatte ich sicherlich an einem Beintag noch nie. Den Spaß habe ich nicht an den Übungen selbst, an dem Schmerz, den ich dabei empfinde und an der Durchhaltekraft und an dem Schwitzen und an dem Puls, der so hoch geht. Nein, aber den Spaß hatte ich dabei zu sehen, wie ich wachse, wie die Gewichte zulegen, wie ich Erfolg habe mit dem, was ich da tue. Kniebeugen an der Hackenschmidt, so exzessiv ich die auch immer gemacht habe, Spaß ist schon was anderes. Es war schon tatsächlich eine Qual dadurch. Aber mein Gott, war das Hammer, das Erfolgserlebnis, wenn man das geschafft hat und was man dann später damit auch erreicht hat und wem die Beine dann aufgebaut wurden. Es gibt auch einige Übungen beim Rücken. Spaß machen dann manche Übungen, die mehr so Maschinen sind, wo man sich bei wohl fühlt währenddessen, aber wo man so richtig hart Eisen antut und Langhantelruder macht und Kreuzheben macht. Mir persönlich zumindest, es gibt sicherlich auch andere da draußen, die das bei anderen Übungen empfinden, hat es nicht Spaß gemacht, aber es waren die effizientesten Übungen schlechthin. Klimmzüge genauso. Und deswegen kann ich überhaupt nicht danach gehen. Ich hatte immer ein gutes Gefühl dafür, welche Übung mir vielleicht keinen Spaß macht, aber mich echt weitergebracht hat. Und welche Übungen Spaß machen, aber mich vielleicht nicht weiterbringen. Eine der ersten Übungen, ich habe es schon mal in einem Video erwähnt, die ich früher gemacht habe und die mir am meisten Spaß gemacht haben, als ich noch angefangen habe mit nur 60 Kilo Körpergewicht, war zum einen Beinstrecken, hatte ich einfach meinen Spaß dran, und Überzüge in der Maschine. Damals noch diese Nautilus-artigen Maschinen mit dem Polster an dem Ellbogen. Da habe ich nämlich sehr früh auch schon Kraft entwickelt und die hat mir einfach richtig Spaß gemacht. Bis ich die erst dann gestrichen habe, als ich mehr Ahnung vom Training hatte und gemerkt habe, die bringt mir gar nicht so viel. Hat aber höllisch Spaß gemacht. Und deswegen kann ich nur noch mal dazu appellieren, kehrt in euch. Lasst es nicht zur absoluten Maxime werden, wenn es Spaß macht. Denn das ist immer noch ein Sport, in dem hauptsächlich sich totgeschuftert werden muss, um Millimeter für Millimeter sich etwas zu verdienen und zu seinem Traumkörper zu kommen. Egal, ob man abnehmen muss, und das macht auch keinen Spaß, wenn man nicht mehr so viel isst. Und ja, es gibt gemütlichere Wege, aber Spaß ist trotzdem etwas anderes. Und Spaß macht es, wenn ich essen kann, was ich will. Und erst recht auch fürs Zunehmen. Wenn ich 5-mal am Tag in der Küche sein muss, um zu kochen, um qualitativ zu essen, ja, auch das muss nicht immer sein, aber in die Richtung zu gehen, bringt teilweise einfach mehr. Und Spaß, angenommen ich hätte Spaß, nur Eiscreme zu essen, von Ben & Jerry's, vielleicht gemischt mit einer Tiefkühlpizza, das ist vielleicht Spaß, aber ihr wisst, damit werdet ihr nicht ganz so weit kommen. Also überlegt es euch nochmal und findet immer einen guten Kompromiss. Manchmal müsst ihr euch durch Dinge durchquälen und manchmal kann es gerne Spaß machen, aber diese Maxime, es muss Spaß machen, sonst bringt es nichts, schlagt euch die aus dem Kopf, dann seid ihr bei dem Sport nicht ganz richtig. Und wie gesagt, Spaß kann man sich auch indirekt holen, durch euren Erfolg, den ihr habt. Und ja, wenn ihr einmal seht, wie eure Muskeln wachsen, bei einer Übung, die keinen Spaß gemacht hat, dann macht euch das aber Spaß, den Erfolg zu sehen. Hammer! Und es macht ja auch Spaß, mit dem wirklich tollen Körper nackt durch die Gegend zu laufen. Nun ja, schreibt mir gerne mal in euren Kommentaren, wie weckt ihr ab? Wie viel Prozent ist es Spaß und wie viel Prozent bei euch ist wirklich Effektivität und harte Arbeit? Das muss ich nicht immer ausschließen. Das heißt ja nicht, dass man es direkt hassen muss, aber ich bin mal sehr gespannt, ob bei euch die Gewichtung mehr Richtung Spaß geht und dass ihr das ganz bewusst macht oder mehr Richtung harte Arbeit. Und sonst würdet ihr was anderes machen. Schreibt es mir in die Kommentare, auch alleine schon zum Fitnessstudio hinzugehen. Macht euch das Spaß oder haltet ihr da oftmals auch nur durch? Das war's von mir. Wer mehr sehen möchte, Kanal abonnieren und sich die anderen Videos mal anschauen. Ansonsten, wem es gefallen hat, lasst mir ein Like da und schaut mal auf der Protein Arena vorbei bei proteinarena.de und mit dem Code GOTTI15 bekommt ihr dort 15% Rabatt. Und das war's auch schon. Nichts Negatives an dem Deal. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.